Hallo, grüezi, Mobbing und herzlich willkommen zu der Meta-Arena Nummer 235. Wie immer mit dabei, der Jens. Sali Jens. Hi, kurz. Ja, wir fangen gerade an mit der Rückkopplung zu der Meta-Arena Nummer 234. Und da schreibt der Go Kenji wegen Aufwachenende. Es wurde im Einmischen-Podcast, Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing, den YouTube-Aufwachen-Kommentaren und zuletzt im aktuellen Fernsehpodcast erwähnt. Ja, ups, ich habe es verpennt. Ich habe den aktuellen Fernsehpodcast geschaut, aber vielleicht habe ich einen ausgelassen, dort, was erwähnt worden ist, oder ich bin dort gerade nicht bei der Sache gewesen, durchaus möglich. Aber ja, schade. Go Kenji schreibt weiter, und ich persönlich ziehe den aufwachenden Fernsehpodcast vor, da ich Diskussionen interessanter finde als Monologe. Ja, ich fände halt das Format Schulz-Jessen-Show geil, weil gestritten wird ja häufig aber mit dem Thilo und dem Stefan Schulz. Und da man genug Thilo und Hans sonst sehen, wo man sich geben kann, wäre noch das Format Hans und Schulz geil. Aber ja. Meine Meinung. danke dafür. Messi. Der Moritz schreibt: Bin also schon ein bisschen entsetzt, dass ihr am Nichols seinen Namen falsch aussprechen. Das wäre ja fast wie wenn man einem Bernd plötzlich alle Björn würden sagen. Ja, der Nicolas Romildis, eigenwillige Schreibweise. Er schreibt weiter, also nicht der Rimoldus, sondern der Moritz schreibt weiter zu der Pisser in Zürich. Die Aussage war 100 zusätzliche WCs. Verstehe ich so, dass letztes Jahr Anzahl X Schiessen gestellt worden sind und das Jahr zu Anzahl X noch 100 mehr gestellt worden sind? Die stellen doch nicht nur 100 Töpfe. Das hat mich dann doch ein bisschen neugierig gemacht. Habe mir das schnell ergoogelt. Zürich Today habe ich verlinkt, der erste, wenigstens aus dem 22. Da hat also der Bericht gegeben, 22, dass es 1500 WCs gegeben hat. Der Aufmacher vom Bericht war, 1 WC pro 666 Besucher. Wenn man von 1 Million Besucher ausgeht. Das machen wir jetzt da mal. 2023 hat es einen Artikel gegeben, plus 100 WCs im Vergleich zum Zürichfest. Overall 30% mehr WCs. Die 100 mehr WCs sind auf die Altstadt bezogen gewesen, wo halt das Zürichfest auch gewesen ist. Also sie haben dort einfach im Vergleich zum Zürichfest, ich habe jetzt das aber nicht in Relation gesetzt zu diesen 1500 vom 22, sondern ich habe mit diesen 30% overall mehr gerechnet. Und dann im 2024 die 100 mehr, also sprich 30% von 1500 plus 100 plus die 1500 ergibt 2050 Schiessen im 2024. Das sind dann 487 Besucher pro WC. Da habe ich gedacht, ja, ich habe wie keinen Vergleich. Das kann man schlecht in Badewannen ausdrucken oder Fußballfelder. Darum habe ich gedacht, ich schaue mal wie im letzten Grundstadion. Eigentlich wollte ich im Hallenstadion schauen, die haben aber nicht so eine schicke Dokumentation. Das letzte Grundstadion hat eine schicke Dokumentation, die habe ich auch verlinkt, mit all diesen Facts von dem Stadion. Und dort heisst es, dass ein Konzert mit bis zu 50'000 Besuchern könnte stattfinden dort drin. Und es gibt 407 WCs. Das heisst, 123 Besucher teilen sich dort ein WC. Das ist mir auch schon mal so vorgekommen, ja. Ja, man muss dort aber auch sagen, wenn du mal im Letzi rein bist, dann kannst du ja nicht einfach nur irgendwo anders. Ich meine, bei der Street Parade kannst du ja doch noch, gehst in eine Bar, nimmst ein Bier, gehst dort aufs WC. Also es hat Ausweichmöglichkeiten, abgesehen vom Wildpissen, im Letzi Grund. Schwierig. Ja, interessant. Also vielen Dank für den Kommentar. Das Wahnsinn, vermute ich einfach mal, schreibt: Kurz, gehen wir auf Studen am Bahnhof saufen. Ich finde es einen guten Plan. Und was hast du gemacht am Wochenende? Ich bin in Studen am Bahnhof rumlungern und habe mir Kante gegeben. Das erzählt man doch gerne am Montag seinen Teamkollegen beim Kaffee. Es gibt sicher Gesprächsstoff, ja. Vielleicht nicht gerade heute und morgen.
Er schreibt weiter. Spendendank, sage ich, Timecode 2147. Hast du jetzt gerade am Silvi mehr Eier zugesprochen als der Moritz? Du jeder wie er will. Ich habe mich nur versprochen, es hat da keinen Wahrheitsgehalt drin gehabt. Weiter schreibt er, Migros-Joghurt, ohne den Herr Sommwelle in Schutz zu nehmen, aber ich glaube, was er da meint, sind eher die im Preis inbegriffenen Produktions- und Lieferkosten oder anders ausdrückt Gas, Kohle, Erdöl und Stahl. Ja, halt ganz grundsätzlich. Auch da, wir machen heute die Joghurt-Meta-Arena, ich habe das vorbereitet und meine Argumentation berücksichtigt das Argument, da hören wir später noch mehr dazu. Jens, Ergänzungen. Wie sieht es nicht, merci. Dann bedanken wir uns für die Spenden beim Dodo und beim Go Kenji. Das heisst, es sind Spenden eingegangen, aber keine von Moritz. Das heisst, es gibt keine Baumfreunde für den Jens. Ist das schade, aber wir sagen es selbstverständlich. Die Zeit muss jetzt einfach sein. Die nehme ich mir jetzt einfach raus, auch wenn wir schon in der Zeit drüber sind. Danke. Vielen herzlichen Dank. Merci. Ja, jetzt hören wir 2 Minuten 45 über Joghurt und die Grafik, ich erläutere sie in diesen 2 Minuten 45, man sieht quasi nichts. Das ist schade, darum habe ich es vorher aufgezeichnet, damit ich alle Daten richtig drin habe und das auch verifizieren können. Wenn man es ganz gross güchselt, dann sieht man vielleicht sogar etwas auf dem Handy, wird es aber definitiv schwer. Schwierig. Schwer ist die Menge vom importierte Joghurt, aber dazu jetzt mehr. Die scheiß Joghurtstatistik ist gar nicht so trivial. Es steht nicht explizit im Agrarbericht oder sonst so üblichen Verdächtigen. Also habe ich eine Abfrage im sogenannten Swiss Impex machen. Das ist irgendein obskures Tool vom Bundesamt für Zoll- und Grenzsicherheit, BAZG, was zum eidgenössischen Finanzdepartement gehört. Die Resultate dieser Abfragen werden sehr unübersichtlich und vor allem klein dargestellt. Einen hübschen Export oder so habe ich auf die Schnelle auch nicht gesehen, darum labere ich jetzt einfach über die schlechten Screenshots drüber. Bild 1 zeigt, dass man im Jahr 2023 mit der Zolltarifnummer 0403.20 Joghurt explizit auch eingedickt oder aromatisiert oder mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßstoffen, Früchten, Nüssen, Kakao, Schokolade, Gewürze, Kaffee, Pflanzen, Getreide oder Backwaren. Also, wir haben 2023 Joghurt im Rahmen von rund 8,15 Millionen Kilogramm importiert. Von diesen exakt 1,154702 Millionen Kilo Joghurt sind 8,154150 Millionen Kilo aus fortgeschrittenen Volkswirtschaften in Europa gekommen. Lediglich 552 Kilo von diesen über 8 Millionen Kilo, also nur 552 Kilo Joghurt, sind aus Schwellen- und Entwicklungsländern in Asien gekommen. Jetzt schauen wir uns an, was das konkret heisst mit Bild 2. 100% von diesen 552 Kilo Joghurt aus asiatischen Schwellenländern sind aus einem Land gekommen, nämlich der Türkei. Bild 3, weil es der Jens erwähnt hat, gut 188'000 Kilogramm sind aus Griechenland importiert worden. Im nächsten und letzten Bild zum Thema Joghurt schauen wir uns das Rote Meer und die möglichen Joghurtrouten an. Wir sehen, Griechenland wie auch die Türkei liegen nicht so wirklich am Roten Meer. Also Herr Somm, wenn Sie schon ein fucking Migros-Beispiel bringen, dann eins, das man nachvollziehen kann. Natürlich haben unsichere Handelswege einen gravierenden Einfluss auf die Preise von fast sämtlichen Gütern. Zum Joghurt in Europa herstellen, ist man auch von sicheren Seewegen am Roten Meer abhängig. Bestimmt sogar in so einer hochglobalisierten Welt. Aber in einer Arena verfängt das nicht, wenn man ein handfestes Bild auftun will. Joghurt übers Rote Meer in die Migros verschiffen ist einfach kein plausibles Bild. Daher nicht erfüllt. Markus. Aha. Ja, wer das Bild genauer anschaut, weiß auch oder sieht auch, dass ich keine Ahnung habe von Seehandelsweg. Ich weiß nicht, wie genau das verschifft wird von Griechenland und der Türkei. Wenn überhaupt verschifft wird. Ich habe einfach mal grob Genua angesteuert. Fair. Ergänzungen?
Ich muss noch mal wieder einen Ayran trinken, habe ich es gut gemerkt. Moment. Messi, dass Sie mitmachen. Regio TV. Oh yeah. Tele 1 Nachrichten. Ich habe Tele 1 geschaut, das Zentralschweizer Fernsehen. Wir schauen Tele 1 Nachrichten vom Montag, 26. August. Und es startet komplett absurd. Es ist ein Träumchen. Der KI-Jesus. Und nein, es ist keine Blasphemie. Es ist von der Kirche. Es ist... What? Guten Tag, Herr Jesus. Ich habe das Gefühl, ich habe den Weg... weg vom Glauben genommen. Ja, das Gefühl habe ich auch, Kollege. Oh ja. Und frage mich, wie ich wieder eine Nähe zum Glauben finden kann. Mein geliebter Freund, es ist verständlich, in Zeiten des Zweifels den Weg zu verlieren. Jens, für die, die es nur mehr hören, was sehen wir da? Das erinnert mich jetzt einfach schwer an irgendwelche Sketch-Animatronics, irgendwie so Disneyland auf Religion. Ja. Doch erinnere dich daran, dass ich gekommen bin, um dir immer nahe zu sein. Welche Aspekte deines Glaubens fühlst du, sind am meisten verloren gegangen? Und was bedeutet für dich der Glaube an sich? Etwas fällt schnell auf. Der künstliche Jesus redet einem viel mit geliebter Freund an. Geliebter Freund. Und stellt gerne Gegenfragen. Wie kannst du sicherstellen, dass deine Worte sowohl authentisch als auch liebevoll sind? Die KI ersetzt zwar nicht den Pfarrer und die Beichte, aber sie imitiert den Jesus. Der Initiator Marco Schmid gibt zu, der KI Jesus provoziert und lockt auch darum Leute an. Wieso wird es denn interessant, wenn der KI Jesus jetzt da ist? Also offenbar regt die Figur etwas an bei den Leuten, weckt eine Neugier. Und das finde ich auch als Theologe sehr spannend. What? Also... etwas zum ersten Mal gefragt, dann war es so, wieso ist er weiss? Aber das ist ja eine andere Dosenwürm. Das wird sogar noch beantwortet. Ah, okay. Also nicht mit dem Unterton, den du drauf aussehen willst, aber es wird beantwortet, wieso jetzt der da gerade weiss. Egal. Wir kommen nachher noch zu was für Problem, dass das eigentlich führt. Auf dieser Seite vom Beichtstuhl ist ein Computer von der Hochschule Luzern. Ausgerüstet mit einem KI-Modell, das Sprache erkennt, umwandelt und dann eine Antwort mit Video zurückgibt. Der Philipp Haselbauer hat nicht nur sein Wissen, sondern auch sein Gesicht und die Stimme am Jesus gegeben. Ich finde es auch sehr interessant, etwas zu machen. Da ist Jesus! Nein, ist das geil. Also... liebes Tele 1, wenn ihr richtig geil drauf wäret, hättet ihr in die fucking Buchbinde, die da gerade einblendet, ihr jetzt einfach fucking Jesus reingeschrieben. Vielleicht nicht von Nazareth, aber vielleicht von Emme oder so, keine Ahnung. Eine Installation zu machen, mit der Menschen interagieren können und die eigentlich auch so ein bisschen vielleicht die Menschen dazu bringt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Offenbar funktioniert das auch. In den ersten zwei Tagen haben 80 Personen ein Feedback-Formular ausgefüllt. 70% haben das Plaudern mit dem Jesus als religiös und spirituell anregend empfunden. Das ist doch Verarsche auf einem ganz neuen Level. Also nicht, dass Kiel sonst nicht die Leute verarscht, aber das ist doch nochmal, das finde ich übel. Gerade in einer Tourismusstadt wie Luzern sieht die künstliche Intelligenz vielleicht eine Chance. Wenn man ja weiss, dass die etwa 100 Sprachen perfekt kann, kann man sich ja fragen, könnte das jetzt etwas Interessantes sein, auch für uns in der Peterskapel mit KI zu arbeiten, um die Touristen aus aller Welt irgendwie auch zu erreichen? Sagen wir dann mit der katholischen Kirche nochmal nicht Liturgie. Das ist ja genau der Punkt.
dass es universal ist. Es ist die Sprache Gottes. Man versteht nichts, was dort vorne abgeht in der alten katholischen Liturgie, sondern man glaubt halt, was dort vorne abgeht. Das ist doch die Idee. Du brauchst doch keinen Dolmetscher, keinen gedolmetschten KI-Jesus, um die Sprache Gottes zu übersetzen. Und so, also so zweifle nicht mal ich an meinem Glauben, so wie der das da gerade erzählt. Das ist ja schlimm. Er macht es halt zugänglicher. Ja, aber, finde ich, so irgendwie. Aber für wer? Müssen auch Ungläubige sein? Es wäre sehr interessant, irgendwie, je nachdem sich mit der Jesus-KI auseinandersetzen und schauen, wohin man das Ganze kann treiben kann. Ja. Wo die Grenzen liegen. Ich will mich weniger mit der Jesus-KI auseinandersetzen, als mit den Leuten, die sich mit der Jesus-KI auseinandersetzen und nachher glauben, sie haben ein spirituelles Erlebnis gehabt. Okay, das ist aus der Informatiker-Sicht doch viel interessanter. Da sind wir dann schon näher bei Matrix wieder, um das wieder mal vorzubringen. So, Kollege, das ist nicht echt, was du da erlebt hast. Es ist der heilige Chatbot. Ja, aber eben, was? Also wir haben zum Beispiel mit dem KI Jesus einen Test in Chinesisch gemacht und er hat also perfekt auf Chinesisch darauf geantwortet. Ausprobieren kann man den KI Jesus in der Peterskapelle noch bis am 20. Oktober. Dann geht er vielleicht auf Wanderschaft in andere Kirchen. Auf Winti bitte, sofort. Bin dabei. In der Schweiz oder sogar auf Deutschland. Ein innovatives Projekt, auch wenn er meine Frage nach dem Weltfrieden nicht so ganz beantworten kann. Mein geliebter Freund, Frieden unter den Menschen ist ein kostbares Gut. Es beginnt mit der Bereitschaft zur Vergebung und zum Verständnis. Die Frage lautet, bist du bereit, jene zu lieben und zu vergeben, die dich verletzt haben? Und ein theologisches Problem, das ich natürlich sehe, sind mit den 10 Geboten. Weil eins von denen meint, ich wage in Erinnerung zu haben, dass man sich keine Götzenbilder schaffen soll. Wenn man jetzt von der Trinität ausgeht, wo ja die katholische Kirche als offizielle Glaubenslehre festgesetzt hat, auch nicht immer so gewesen, historisch, aber es hat sich durchgesetzt, die Trinität von Jesus, Gott, Heiliger Geist, dann ist das ein theoretisches Götzenbild. Jetzt ist die Frage, wenn es der Jesus am Kreuz hängt, ob das auch schon ein Götzenbild ist, wird auch immer wieder diskutiert, aber da interagiert man ja. Respektive, Blasphemie. Ich behaupte auch, oder mindestens Heresie, da wird einem wenigstens, es wird einem vorgegaukelt, dass man mit Jesus redet. Ich finde das, also, wäre ich Katholik, wäre ich entsetzt. Weil ich ernsthaft die Glaubenslehre würde vertreten und an das würde glauben, dann wäre das nichts anderes als Blasphemie, wirklich. Hm. Wie da erzählt mir ja ein Computer, was Jesus mir erzählen will. Ich will für das immer noch den fucking Pfaffen haben, der die Connection herstellt zu Gott. In dubio der Papst selber als Stellvertreter Gottes auf Erden, wo mir das erläutert. Ich will keine Maschine, die das macht, weil da kann auch jeder kommen. Und wer sagt mir, dass man das nicht so programmiert, dass man nachher zu Kirchen austreten tut? Das wäre eben interessant. Schauen, wie sehr man auf die KI einquatschen kann, bis sie sich selber hinterfragt und dann findet, ah nein, ist eigentlich ja keins. Oder wie rassistisch ist sie? Man. Der ist mir durch den Kopf gegangen, das soll ich nicht mehr sagen. Aber schön, dass du das gemacht hast. Das, irgendwann. Wohnen jetzt. Ihr wisst wollen. Jens. Ein rassistisches Arschloch. Ja, es ist. Es macht keinen Sinn, es ist an einem völlig anderen Ort. Ein rassistisches Arschloch. Ah, nein, ich finde es schwierig. Ja. Ergänzungen? Es ist einfach bodenlos. Ich finde es. Ich finde es einfach eine Schweinerei und sonst nichts, oder? Das macht einem schon sauer. Mittwoch, 28. August. Der Go Kenji hat es mal in einem Kommentar erwähnt. Jetzt ist es also soweit. AKW.
AKW, sie liefern immer noch ein Drittel vom Schweizer Strom. Vor 7 Jahren hat das Stimmvolk den Ausstieg aus der Kernkraft beschlossen, das nach der nuklearen Katastrophe in Japan. Jetzt stellt der Bundesrat den Wiedereinstieg zur Diskussion. Neue KKW sind in der Langfristperspektive eine mögliche Option. Der Grund, die Welt hat sich verändert, wegen dem Russland-Ukraine-Krieg. Der Russland-Ukraine-Krieg und dann kommt er mit langfristigen Perspektiven. Ah. Also ist der Russland-Ukraine-Krieg in dem Fall die Energieplanung vom Bundesrat bis 2050. Wieso bin ich nicht überrascht? Was soll die Scheiße? Das ist... Nein! Ah. Europas Energieproblem. Und die Schweiz will CO2-frei werden und damit zum Beispiel die Autos elektrifizieren. Wir werden langfristig viel mehr Strom brauchen. Wir haben aus heutiger Sicht den Paradigmenwechsel, dass wir nicht einfach beliebig das Manko importieren können. Und darum müssen wir alle Optionen offen haben für die Stromunternehmen. Die Stimmbevölkerung hat sich zuletzt für einen massiven Ausbau der Erneuerbaren ausgesprochen. Die Grünen sind der festen Überzeugung, dass die Schweiz so genug Strom hat in Zukunft. Umso weniger verstehen sie die Atompläne vom Bundesrat. Das heisst, dass wir eigentlich wieder nicht mehr auf die Energiewende fokussieren. Die Endlagerfrage ist noch nicht gelöst. Also wir haben immer noch das Abfallproblem. Es hat praktisch nur negative Aspekte bei dieser Technologie. Wo bleibt der Hinweis, wenn es das Teil verjagt, können wir dicht machen den Laden? Dann ist einfach nicht mal mehr das Redmi wirklich brauchbar, Kollege. Es macht dann einfach keinen Spass mehr. Ein Risiko für die Nachwelt? Das ist nicht richtig. Wir lösen das Abfallproblem. Wir sind auf Kurs diesbezüglich. Der entsprechende Standort ist ausgewählt. Der Bundesrat wird dazu den nötigen Beschluss fassen. Die Streichung vom AKW-Neubauverbot ist die Idee von der Volksinitiative Blackout stoppen. Der Bundesrat will bis Ende Jahr einen Gegenvorschlag ausarbeiten, der das gleiche Ziel verfolgt. Nachher geht die Vorlage ins Parlament. Stimmt das zu? Ist das Volk am Zug? Die Grünen haben schon das Referendum angekündigt. Das ist doch einfach eine Machtdemonstration seitens SVP-FDP, die im Moment noch Mehrheit hat im Bundesrat. Jo, lustig finde ich, dass sie noch kurz erwähnt haben, dass das Ding mit Blackout stoppen. Das ist ja gerade heute oder gestern, weißt du, war auch noch in den Medien gewesen, weil da ja irgendetwas mit gekauften Unterschriften. Das schauen wir sicher nächstes Mal im Detail an. Das ist nämlich ein mittelschwerer Skandal. Kann man jetzt aber nicht den Blackout stoppen, Initianten zum Vorwurf machen? Nein. Sondern sind verschiedenste Initiativen betroffen. Aber ist ein riesiges Problem, das schauen wir sicher an. Eventuell sogar ein Arena-Thema wird nach der Abstimmung, man weiß es nicht. Werden sehen. Was mich da viel mehr daran stört, ist, dass halt absolut nichts bringt für die Energiewende, die wir jetzt arbeiten müssen. Es ist einfach wieder kopflose Hektik. So, wir müssen irgendetwas machen. Das ist die Ideologie durchgedrückt. Die FDP, SVP, die schon immer nukular. Aber halt einfach völlig egal, was nachher kommt, und Sicherheitsrisiken auch völlig gleich. Ich verstehe das nicht. Das ist so ein Single Point of Failure. Wenn es das verklopft, ist es so elendig. So wirklich grauenhaft elendig. Warum? Hört am Herrn Neukomm zu, wie man das doch viel gescheiter machen kann. Ja, aber saubere Energie. Ja, sehr sauber. Geil. Nein, verstehe ich nicht, so Sachen. Das ist... The absurdity of it all boggles the mind. Sonntag, 1. September. Wir haben einen Rücktritt zu vermelden. Medienbericht finde ich aber fehlt einen entscheidenden Hinweis. Den müssen wir dann noch nachreichen. Der Giro tritt zurück. Liebe SVP, euer Verhalten erinnert mich etwas an Frösche. Ja. Nie schade für einen Spruch. Dann nimmt er einfach einen alten Staubsauger. Ein alter Staubsauger stellt ihn bei sich aufs Balkon und lässt ihn einfach die ganze Zeit laufen. Nie schade für eine Konfrontation. Und nicht, wenn kritische Fragen kommen, zu sagen, ja, jetzt verstecke ich mich hinter dem Toni Brunner. Der grüne Nationalrat Bastien Giraud hat die neue Politgeneration geprägt wie kaum jemand. Hinter wem versteckt er sich?
versteckt man sich. Das verdirbt einem den Tag. Ah, dem. Im Herbst verlässt der Nationalrat nach fast 2 Jahrzehnten. Nach 17 Jahren im Nationalrat ist die Zeit gekommen und habe ja noch die Chance, mich beruflich noch neu zu orientieren und stärker auf die Umsetzung zu gehen. Ich habe viel erreicht im Nationalrat. Jetzt geht es darum, die Ziele für Nachhaltigkeit und Klima wirklich auch in der Wirtschaft umzusetzen. Der Stern am Polithimmel geht für Bastien Giraud in den Nullerjahren auf. Noch bevor er im Gemeinderat gewählt wird, führt der grüne Che Guevara einen Guerillakrieg gegen die Offroader, brandet sie mit dem Kleber. Kann man so einen Kleber bitte auf mich draufpappen? Wir sind auf der Kategorie, wir könnten uns das tätowieren lassen. Ich saufe für drei, für die, die es hören. Botschaft: Offroader sind klimaschädlich und gehören aus der Stadt verbannt. Wenn da jemand reklamiert, dann outet er sich eigentlich als Großstadt-Cowboy, der mit seinem Geländewagen nie ins Gelände geht. Es ist ja kein Wunder, wie bleibt der Scheissbein stecken. Ist heute aber noch genauso richtig. Kampf gegen Leibesvisitationen zeigt er auch viel nackte Haut, posiert mit nichts als einem Schild vor der Stadt Zürcher Polizeiwache. Der Wischbrettbauch fällt auf, wie er dafür arbeiten muss, zeigt der TeleZürich im Fitness. Was er aber vor allem zeigt, der Jungpolitiker ist anders. 2007 wird er Nationalrat. Seine unkonventionelle Art behaltet er bei. Spätestens, als er in einem Video zeigen will, wie man einen verstopften Unterflurcontainer entstopft, beweist er Selbstironie. Ich kann sie gleich hochladen, das wird lustig. Die Politik ist schon ein bisschen ein Kampf um die Aufmerksamkeit. Da muss man sich schon etwas einfallen lassen, um nachher auch die Forderungen einbringen können. Und das haben wir recht innovativ gemacht vor 17 Jahren. Ich war ja noch beteiligt an der Gründung der Jungen Grünen und es war sicher eine gute Zeit gewesen. Als Nationalrat kämpft er jahrelang für Klimaziel. Der Höhepunkt, der totale Triumph mit den Grünen bei den Wahlen 2019, wo die Partei ihren Wähleranteil verdoppelt. 13% ist jetzt nicht der totale Triumph, finde ich. Ich finde die Wortwahl schwierig. Zu dem Zeitpunkt hat der einstige Rebell schon geruhigt. Heute ist er als Firmenberater für Klimaschutz und Nachhaltigkeit tätig. Also plötzlich in der Wirtschaft. Ja, es ist schon eine Veränderung von diesen Themen. Oder? Am Anfang waren diese Themen noch nicht so breit verankert gewesen. Ist man in der Wirtschaft noch nicht in dieser Tiefe dran gewesen, auch vorwärts zu gehen. Und heute hat man die Chance, dass man wirklich auch in der Wirtschaft kann an diesen Themen arbeiten und die umsetzen. Und das ist eine Veränderung, die es mir auch erlaubt, in der Wirtschaft für Klima und für die Nachhaltigkeit etwas zu machen. Jetzt geniesst er noch die Herbstsession, seine allerletzte. Vielleicht fährt er ja wieder mit dem Velo an, wie zu der allerersten vor 17 Jahren. Wieso stehen da Leute mit Fackeln? Der Fackelmarsch zum totalen Triumph. What? weil er dort mit dem Velo halt angereist ist, haben sie so ein Happening gemacht. Aha, okay. Nehme ich jetzt einfach mal an. Durch den Rücktritt rutscht aber jemand wieder nach in den Nationalrat. Wer denn? Danke, dass du fragst. Wow, haben wir das geprobt. Meret Schneider kommt zurück in den Nationalrat. Das stimmt. Ja. Hervorragend. Das ist gut für unser Land. Arena. Dampfer. Jens, du solltest Zigaretten kaufen. Ich rauche nämlich gerne. Wenn ich die verfickte Arena schaue, verfickt. Und Kurz, bring Bier mit. Ohne halte ich die verfickte Arena einfach nicht aus, verdammt nochmal. Sonst gehe ich nach Hause. Ja, wir fangen an mit Intro und Gäste. Es geht um die Biodiversitätsinitiative. Damit wir gerade wissen, was dort drin steht und was nicht. Habe ich gedacht, ich nehme einfach mal den Initiativtext und drückt dann den Suno AI als Songtext rein. Alter. Es ist verstörend. Aber die 2 Minuten müsst ihr euch leider geben. Dafür wisst ihr nachher gerade, was steht wirklich drin und was nicht. Das Video, das so komisch abgeschnitten ist, der Text dann auf der Seite, das macht Suno AI so, ich weiss nicht wieso. Das habe nicht ich so scheiße geschnitten. Aber ich habe es dann gleich einfach sein lassen. So, ja, nur.
It's a feature. Yep. Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert. Artikel 68a Landschaft und Biodiversität. 1 in Ergänzung zu Artikel 68 sorgen Bund und Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten dafür, dass a. die schutzwürdigen Landschaften, Ortsbilder, geschichtlichen Städten sowie Natur- und Kulturdenkmäler bewahrt werden wie die Natur, die Landschaft und das baukulturelle Erbe auch außerhalb der Schutzobjekte geschont werden, die zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität erforderlichen Flächen, Mittel und Instrumente zur Verfügung stehen. Der Bund bezeichnet nach Anhörung der Kantone die Schutzobjekte von gesamtschweizerischer Bedeutung. Die Kantone bezeichnen die Schutzobjekte von kantonaler Bedeutung. Gerichtliche Eingriffe in Schutzobjekte des Bundes müssen überwiegende Interessen von gesamtschweizerischer Bedeutung vorliegen. Für erhebliche Eingriffe in kantonale Schutzobjekte überwiegende Interessen von kantonaler oder gesamtschweizerischer Bedeutung. Der Kerngehalt der Schutzwerte ist ungeschmälert zu erhalten. Für den Moor- und Moorlandschaftsschutz gilt Artikel 78 Absatz 5. 4. Der Bund unterstützt die Maßnahmen der Kantone zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität. Ich wollte, dass du vorher in Urlaub das sind. Ja, Biodiversität. Wie meinen? Ich wollte, dass der Fahrer in Urlaub das singt. Das war fancy. Ich tät natürlich die Version von ihm bevorzugen. Ich befürchte, die Menschheit ist zum größten Teil gefickt und verloren. Guten Abend. Ich möchte einfach noch, bevor wir uns das Ganze nachher geben, also wir, so viel geben wir uns nicht, es ist relativ schnell klar, um was es geht. Hast du jetzt in diesem Lied irgendetwas gehört von 30% Fläche? Nein. Also ich nicht. Da ist es jetzt nie um 30% Fläche gegangen. Aber ja. Heute in der Abstimmungsarena zur Biodiversitätsinitiative. Albert Rösti, er vertritt die Position von Bundesrat und Parlament und sagt, die Initiative ist zu starr formuliert und schränkt die Kantone und Gemeinden massiv ein. Unsere heutigen Instrumente zur Förderung der Biodiversität sind ausreichend. Urs Leuker, Geschäftsleiter Pro Natura, sagt, die Schweiz unternimmt zu wenig für den Schutz der Biodiversität. Wir haben als Gesellschaft die Aufgabe, unsere Lebensgrundlage zu schützen. Auch für zukünftige Generationen. Jacqueline De Quattro, Nationalrätin FDP, sagt, die größte Gefahr für die Biodiversität ist der Klimawandel. Doch die Initiative gefährdet den Ausbau der erneuerbaren Energien und schadet damit dem Klimaschutz. Beat Flach, Nationalrat GLP, sagt, Biodiversität und Klimaschutz schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, wir können die Natur in der Schweiz für die Energiewende nutzen und sie gleichzeitig schützen. Außerdem für die Initiative Regina Fuhrer, Biobäuerin und Großrätin SP Kanton Bern. Und gegen die Initiative Markus Ritter, Präsident Schweizer Bauernverband und Nationalrat Die Mitte. Die Abstimmungsarena, moderiert von Sandro Protz. Ja, das verändert unseren Parteiaccount der Parteien seit 1.1.2018. Wie folgt. Wir haben jemanden von der SVP plus 1 macht 280. Wir haben Regina
von der SP plus 1 macht 264. Wir haben Jacqueline von der FDP plus 1 macht 245. Der Markus von der Mitte plus 1 macht 105. Und der Beat von der GLP plus 1 macht 92. Und da kommt natürlich schon die erste. Ja, also ich fand das hier, das war richtig, das war kein Journalismus, das war ein Haufen Scheiße. Ich fand es nicht gut, ich muss es klar und deutlich so sagen. So eine Abstimmungsarena und niemand von den Grünen, das ist eine Frechheit. Da gehört ein grüner Amtsträger, mindestens in die Sendung, eigentlich in die erste Reihe. Ja, schön wär's. Schlimmste ist, sind wahrscheinlich angefragt worden von der wir haben niemand oder keinen Bock. Bestimmt nicht. Das kann sich die SVP erlauben. Vielleicht die SP mal noch zu einem Thema, das innerparteilich umstritten ist. Bei so einem Thema, die Grünen wären sofort dabei gewesen. Gerade wir hätten Schneider können schicken. Nein, das darf nicht wahr sein. Finde ich ganz schlimm. Aber ja, du hast natürlich recht. Ich weiss es nicht, ob es so gewesen ist. Ich unterstelle einfach einmal. Ja, in der Arena war es natürlich nicht so gewesen. Wir in der Meta-Arena bieten den Service an. Wir fangen an mit dem Erklärvideo und schauen erst nachher, was darüber labert, wenn wir wissen, um was es geht. Das Erklärvideo von der SRF-Arena-Redaktion. Zuerst aber der Überblick, was die Biodiversitätsinitiative genau will, über was wir eigentlich am 22. September abstimmen. Natur- und Heimatschutzorganisationen haben die Biodiversitätsinitiative lanciert. Diese verlangt, die zur Sicherung und Stärkung der Biodiversität erforderlichen Flächen und Gelder müssen von Bund und Kantonen zur Verfügung gestellt werden. Zudem soll in der Verfassung verankert werden, dass etwa schutzwürdige Landschaften und Ortsbilder, sogenannte Schutzobjekte, bewahrt werden. Damit erhebliche Eingriffe in die Schutzobjekte des Bundes möglich sind, müssten überwiegende Interessen von gesamtschweizerischer Bedeutung vorliegen. Das tönt wie bei unserem Lied vorher, das ist auch lässig. Bei kantonalen Schutzobjekten müssten überwiegende Interessen von kantonaler oder gesamtschweizerischer Bedeutung vorliegen. Weiter verlangt die Initiative, dass die prägenden Elemente der Schutzobjekte, der sogenannte Kerngehalt der Schutzwerte, ungeschmälert zu erhalten sind. Auch außerhalb der Schutzobjekte sollen die Natur, die Landschaft und das baukulturelle Erbe geschont werden. Ja, und jetzt gehen wir zurück in der Sendung. Zum 1:1 mit dem Ölbert. Und der Sandro hat ihm da eine Aussage von seinem eigenen Bundesamt rausgesucht. Und perfekt, so kann man es machen. Der anhaltende Biodiversitätsverlust macht deutlich, dass die bisherigen Bemühungen von Bund, Kanton und Dritten nicht ausreichen, um die Biodiversität langfristig zu erhalten. Ihres Bundesamt redet Klartext. Wie hat man eigentlich das Gefühl, sie beschönigen die Situation? Nein, absolut nicht. Doch. Immer. Jedes Mal. Das ist im Zusammenhang geschrieben worden, wo der Bundesrat gerade in diesem Zusammenhang sieht, Biodiversitätsinitiative geht zu weit. Das war noch bei mir eine Vorgängerin, Frau Bundesrätin Sommaruga. Da hat es einen sehr schönen Freudscher drin. Wo sie, auch sie hat gesehen, man muss die Biodiversität ablehnen, die Initiative annehmen, nicht etwa Biodiversität. Sicher, Ölbert. Ja. Die Initiative ablehnen, weil sie zu starr ist, weil sie keine Güterabwägung zwischen Schutz und Nutzen zulässt. Und, wo steht das? Das hat der Typ vorher nicht gesungen in diesem geilen Lied. Habe ich nichts davon gehört. Der Bundesrat hat dann gesagt, aber wir wollten mehr Mittel einsetzen für Biodiversität. In diesem Zusammenhang ist der Satz so zu sehen. Ich habe dann ja auch vom Parlament den Gegenvorschlag vertreten. Wo abgelehnt worden ist von genau dem Parlament, das nachher die Initiative muss umsetzen, wenn sie angenommen werden. Also, hängen Sie mal. Also, man findet immer noch auf ihrer Internetseite. Das ist keine Beschönigung. Ja, wir tun nicht Dokumente, die mal sie festgehalten wurden, erlöschen oder verschwiegen oder nicht Transparenz bieten. Das machen wir nur beim Nachrichtendienst. Das wird sehr gut gedacht.
Das Parlament hat entschieden, keinen Gegenvorschlag. Man soll sich auf die Massnahmen, die wir jetzt haben, konzentrieren. Und wir werden gerade gestützt auf diesen Satz hier vom Bundesamt für Umwelt einen zweiten Aktionsplan formulieren. Wenn die Initiative, auch wenn die Initiative abgelehnt wird, werden wir Massnahmen treffen. Unter anderem auch gerade für die Insekten zu sterben, Einhaltsgebiete, also weitere Massnahmen treffen. Das ist ganz wichtig. Die Initiative geht dem Bundesrat zu weit. Er steht aber hinter einer guten Artenvielfalt, weil das wichtig ist für das Leben und wird auch weiterhin Massnahmen treffen. Ja, Hauptsache es tut irgendein Bauer und Wirtschaft nicht beeinträchtigt werden. Richtig. ja, ich glaube, dem halt einfach kein Wort. Null. Nein. Einfach wirklich nicht. Schreiben Sie die Verfassung rein, sonst passiert nichts. Die FDP-lerin, da sind wir bei der Wirtschaft und sie ist im ersten Votum irgendwie schon voll tüdeldü. Jacqueline de Gautreau, bei uns FDP-Nationalrätin aus der Watt und Vizepräsidentin vom Dachverband der Wirtschaft für erneuerbare Energien. Jetzt hat man immer gesagt, der Umweltschutz sei in der DNA der FDP. Jawohl. Ja, total. Ist es gsi? Bis Reagan-Ära halt, bis in die 80er. Dann leider nein. Dann hat es geheißen, Kapitalismus finanzialisieren. Und sobald es nur noch ums Geld gegangen ist, tja. Sie hat sehr, sehr viel drin in dem Votum, wo man dann, glaube ich, ein bisschen muss erläutern. Behaltet das Lied vom Anfang im Hinterkopf. Alles, was sie sagt, findet in dem Lied nicht statt, im Initiativtext. Aber die Biodiversitätsinitiative ist Ihnen dann doch zu grün. Nein, man muss schauen, wie man die Biodiversität schützt. Ist es tatsächlich mit sehr viel mehr Fläche? Weil die Initianten stützen sich ja auf das Abkommen von Montreal, das die Schweiz ja eigentlich im Grunde schon unterstützt. Aber was wollen die? 30 by 30. 30% der Fläche der Schweiz soll für die Biodiversität reserviert werden bis 2030. Das ist in 6 Jahren. Das ist mehr als 2-3 Kantone zusammengenommen. Wenn wir das so umsetzen, haben wir wirklich Interessenkonflikt mit anderen wichtigen Sachen. Nachhaltigkeit von der Produktion vom Strom, der Bundesrat hat es gesagt. Auch noch Wohnungen, Siedlungen, wo man kann sagen kann, ja, man kann noch zu einem anständigen Preis wohnen. Und natürlich auch die Landwirtschaft, das haben Sie sehr gut illustriert. Wo sollen Sie dann eigentlich noch anbauen? Ich bin überzeugt, dass man mehr machen kann, aber mehr auf Qualität soll setzen als auf Quantität. Wo zur Hölle steht in dieser Initiative etwas vom internationalen Montreal-Abkommen von diesen 30 by 30, 30%? Steht nirgends drin. Sie fordert Qualität vor Quantität. Es ist nicht quantifiziert in dieser Initiative. Das kann das Parlament definieren. Und das Nächste ist, es steht in dieser Initiative nicht drin, Biodiversitätsschutzfläche XY, dort dürfen wir nichts mehr machen. Man kann durchaus biodiversitätsfördernde Flächen mit der Landwirtschaft kombinieren, was man jetzt auch schon macht, erfolgreich, und der Bauern Geld dafür zahlt, weil es sinnvoll ist. Das macht ja alles, also ist ja völlig, ist kein Widerspruch. Alles, was sie da erzählt, steht halt nicht in dieser Initiative, es hat nichts mit dem zu tun. Null. Und wenn man denkt, es ist schlimmer ging es nicht mehr in der Argumentation, dann kommt natürlich der Bauernverband. Und der Sandro fragt, das ist jetzt das Gegenteil von der Rüge, aber ich habe immer noch keinen schönen gut gemacht Clip für den Journalismus, muss man immer noch was überlegen. Goldrichtig fragt, genau so fragt man, weil genau das Gefühl, das er da artikuliert, der Sandro in seiner Frage, das Gefühl habe ich auch immer, wenn ich einem Ritter zuhöre. Markus Ritter, Präsident vom Schweizerischen Bauernverband und Nationalrat von der Mitte aus St. Gallen. Wie immer, wenn Sie in den Ring steigen, hat man das Gefühl, es geht um alles, um Sein oder Nichtsein von der Bäuerinnen und Bauern. Ihre Seiten, also Gegnerinnen und Gegner von der Biodiversitätsinitiative, arbeiten unter anderem mit dem Sujet da. Also das Gefühl, das er da beschreibt, wenn der Ritter argumentiert, dann gibt es keine Landwirtschaft mehr in der Schweiz. Da hat es irgendwie schon 7 Mal keine Landwirtschaft mehr gegeben in der Schweiz. Wenn das Gesetz angenommen wird, wenn die Initiative durchkommt, gibt es keine Landwirtschaft mehr in der Schweiz. Ja, halt
Nein, es findet halt nicht statt, weil wir haben wirklich ein vitales Interesse an einer funktionierenden Landwirtschaft. Darum subventionieren wir das auch mit 14 Milliarden plus. 30% Fläche weg, tschüss, Schweizer Lebensmittelproduktion. Was ja, erlaube ich? Bullshit, aber ja. Das ist ich fahre jeden Tag, genau, und dann... Ja, bitte. Ich fahre jeden Tag genau an diesem Plakat vorbei auf dem Arbeitsweg. Und dann das hast du immer das im Kopf. You are fake news, sir. Ja. Das stimmt jetzt einfach nicht. Ja, die Rechtschreibung vielleicht. Ja, aber sonst, also nein. Wo steht in dieser Initiative, dass es um 30% geht? Im Initiativtext steht das nicht drin, das ist richtig. Es ist aber... Aha. Punkt. Das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Jetzt hat er etwas Gutes gesagt. Doch könnte man jetzt der Regie sagen, bitte das Mikrofon von Herrn Ritter zurückziehen. Aber er elaboriert. So war, dass der bundesrätliche Gegenvorschlag 17% Kerngebiet gefordert hat, dazu die Vernetzungsgebiet. Und dort hat man von normal etwa 13% oder 500.000 Hektar geredet. Das heisst, gesamthaft gesehen etwa 30%. Das ist auch die Zahl von Montreal, wo man dort in dem internationalen Abkommen diskutiert hat. Das ist das 40 by 40, was vorher genau. De Quattro gesagt hat. Pro Natura hat auch gefordert, in einer Medienmitteilung vom Dezember vom letzten Jahr, 30% der Bundesrat aufgefordert, da jetzt endlich umzusetzen und hat gesagt, wir gibt nur 8% von der notwendigen Qualität. Also diese Aussage basiert auf den Fakten, die geschaffen wurden, also nicht von uns, sondern von entsprechenden Gremien oder pro Natura den Initianten selbst. Das ist einfach eine komplette Frechheit, wenn er alles durcheinander rührt. Das ist, also wenn ich jetzt nicht so im Thema drin wäre, ich schaue mir die Arena an, um zu schauen, wie stimme ich ab. Dann höre ich den Herrn Ritter, der mir das erzählt. Dann würde ich sagen, ah, oh, fuck, nein, das ist schwierig. Die Stimme, glaube ich, doch lieber nein. Also das hat Überzeugungspotenzial. Aber es ist halt immer mit so einer Kernwahrheit etwas aufbaust, durcheinander gemischt und zusammengerührt, dass es so übel tönt, hat aber nichts mit dieser Initiative zu tun. Sie können ja nichts anderes als Nebelkerzen schmeißen. Es ist mega übel. Aber ich weiss auch nicht. Hätten wir da einen grünen Nationalen, der andere in der ersten Reihe gehabt oder so, wo das mit deduktiver Logik hätte können auseinandernehmen können, wäre das sehr gut gekommen. Die Frage geht jetzt an Pro Natura Dude, der ist sicher wahnsinnig geil im Thema drin, aber seine Fähigkeit, sich zu artikulieren, ist nicht so arenatauglich, wie ich finde. Aber ja, immerhin, er hat die Möglichkeit zum Ausführen. Er führt es auch gut aus. Ich glaube einfach, dass bei dem Klientel, wo der Herr Ritter, beim Herrn Ritter applaudiert, kommt das nicht an. Aus Leugen, geht es um 30%? Ja oder nein? Nein. Und ich würde das gerne begründen. Darf ich es einordnen? Oder wollen Sie zuerst noch die Regina vor? Machen also, Sie noch zuerst. Ich würde das gerne schnell einordnen. Ich bin froh, wenn ich das darf. Ich meine, mega nett, er denkt daran, dass er Sandro gerade vorher gesagt hat, er will zwei Gäste vorstellen. Er kommt zu Wort über, nachdem erst ein Gast vorgestellt worden ist. Und tut sogar das andere daran erinnern, er darf ich, oder wenn sie zuerst noch, wie vorher gerade gesagt, die Person noch... Ja. Guter und, Stil. Absolut, aber halt nicht arenatauglich. Ja. Steht überhaupt nicht über eine Flächengröße oder einen Flächenanteil im Initiativtext. Das ist mal die erste Aussage. Die zweite Aussage, ganz wichtig, die wir von Beat Flach schon gehört haben, es geht nicht um Käseglockenschutz, Käseglocken-Naturschutz. Also Schutz und Nutzen, das ist, muss man miteinander kombinieren. Das ist ganz zentral. Und die 30... Das ist ganz zentral. Schutz und Nutzen miteinander kombinieren. Und das kann man mit dieser Initiative. Es steht nicht drin, dass man das nicht mehr könnte. Ganz, ganz wichtig. Man kann die Initiative annehmen und nachher immer noch erneuerbare Energien ausbauen. Kommen wir noch drauf. Prozent, jetzt komme ich auf die Medienmitteilung, die Herr Ritter so genüsslich immer mal wieder in Erinnerung gerufen hat. Da ist es darum gegangen, da haben wir Bezug genommen auf eine Festlegung von Objekten vom Bundesrat, wo er festgelegt hat, welche das dazu sollen beitragen sollen, dass das internationale Abkommen 40 by 40 dass die Flächen, die Objekte dazu angerechnet werden. Und da haben wir festgestellt,
hey, Moment, das ist Etikettenschwindel. Da sind Gebiete dabei, Gebietstypen, die überhaupt nichts damit zu tun haben, mit Förderung oder Schutz von der Biodiversität. Und darauf haben wir hingewiesen. Wir haben nur darauf hingewiesen, dass hier Gebietstypen dazugerechnet werden, die nicht den Kriterien von dem internationalen Abkommen entsprechen tun. Und da würde ich einfach noch dazu fügen, wir wissen, es geht um den Schutz von unseren Lebensgrundlagen. Und wenn man dann solche Zahlenspielereien durchführen tut, dann muss ich sagen, dann finde ich das absolut verantwortungslos. Jo. Richtig, hat aber nichts mit dieser Initiative zu tun. Es geht dort um das internationale Abkommen Montreal. Es hat einfach nichts mit dieser Initiative zu tun. Da könnt ihr es noch 700 Mal sagen. Es stimmt halt nicht. Ja, das zu diesen 30% hoch umstrittenen. So umstritten ist es nicht, es steht nicht drin. Leset es nach, der Initiativtext steht im Abstimmungsbüchlein drin. Nix 30%. Findet nicht statt. Der andere grosse Kritikpunkt ist, mit dem gefährdet man die Energiewende. Weil man ja dann nicht mehr kann, verdichtet bauen, nicht mehr kann sanieren, bla bla bla, wegen Denkmalschutz und überhaupt. Das wird ja dann zementiert, Käseglockenschutz und so weiter. Einspieler, Energiewende, wie sieht es aus? Gehen wir einen Schritt weiter, das ist die Abstimmungsarena zur Biodiversitätsinitiative. Die will mehr Geld und Schutzfläche für den Erhalt von Natur- und Artenvielfalt. Die Gegenseite sagt, sie bedrohen die Ernährungssicherheit, aber auch die Energieversorgung. Was die Initiative für Auswirkungen auf die Energiewende hat, aus Sicht von beiden Seiten, zeigen wir Ihnen gerade in unserem Erklärvideo. Und nachher geht es dann schnurstracks ins 1:1 mit dem Ausläufer. Wichtig für die künftige Stromversorgung ist der Ausbau von Wasserkraftwerken, Solaranlagen oder Windkraftwerken. Die Gegner der Biodiversitätsinitiative befürchten, dass diese den Ausbau der erneuerbaren Energien beeinträchtigt. Befürchten, behaupten. Wenn zusätzliche Flächen geschützt würden, werde der Bau von neuen Anlagen erschwert. Die Befürworter widersprechen. Die Biodiversitätsinitiative gebe genügend Raum für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Mhm. Schließlich ändere sie nichts an den geltenden Regeln der Interessenabwägung zwischen Energieversorgung und Naturschutz. Gemäß Expertinnen sind die Auswirkungen der Initiative auf die Energiewende stark von deren Umsetzung durch das Parlament abhängig. Ja, viel soll nicht, im Initiativtext stehen, bewusst. Und jetzt, ich tue jetzt das mal als streitbare These in den Raum stellen. Ich meine, wir hören jetzt juristischen Bullshit von der ehemaligen Justizbeamtin am fucking Bundesgericht. Die hat Jus studiert. Sie ist am Bundesgericht Justizbeamtin gewesen. Und labert jetzt etwas, wo ich behaupte, ich tue das nachher auch begründen, dass es einfach Bullshit ist. Ich finde, man sollte dazu stehen, zu dem, was man fordert, zu dem, was man will, auch in einem Abstimmungskampf. Das mit der Fläche ist ganz klar, das sind auch Minderheiten, die eingereicht worden sind von Parlamentariern für 20-30%. Also das ist nicht einfach aus der Luft gegriffen. Steht aber nicht in der Initiative, aber jetzt juristische. Und das kommt von dir, das sollte man dazu stehen. Und dann, wenn man sagt, es sind Biodiversitätsinitiativen. Biodiversität kommt erst in Punkt 3. Vorher geht es um Denkmalschutz verstärken, es geht um Ortsbilder zementieren. Ja, wie macht man denn das eigentlich? Das ist nicht nur auf dem Land, das ist auch in der Stadt, das ist auch in den Dörfern. Die, die unter dem ISOS bereits schon leiden, das ist nur der Aperitif. Nachher können sie quasi nichts mehr sanieren. Das ist ein Gebiet, das ich gut kenne bei der Energie. Da können sie quasi nichts mehr machen. Warum? Weil sie Biodiversität ganz oben auf Verfassung aufnehmen. Und dann gibt es keine Interessenabwägung mehr. Dann haben sie immer das, was geschützt ist auf Verfassungsebene, wo vor dem Gericht gehen vor allen anderen. Und das ist der Stopp von der Energiewende. Also, sie hat natürlich einen Punkt. Normhierarchie ist klar. Verfassung ist das Höchste. Das stimmt. Nur gibt es in der Verfassung sich widersprechende Rechte.
wenn etwas ans Bundesgericht gelangt, dann ist, wir haben das durchexerziert, noch und nöcher, dann ist für das Bundesgericht massgebend das Bundesgesetz. Das Gesetz, das das Parlament macht. Das Bundesgericht darf die Verfassung nicht auslegen. Das Einzige, was das Bundesgericht machen kann, ist direkt anwendbare Verfassungsartikel. Das, was wir in der Initiative sehen, ist kein direkt anwendbarer Verfassungsartikel. Da gibt es ein Bundesgesetz dazu. Wenn man in die Verfassung hineinschreibt, der Bau von Minaretten ist verboten, direkt anwendbar. Mutmaßlich. Man muss es immer mal noch mit einer Präjudiz erproben. Aber das ist ein anderes Thema. Ist die Normhierarchie richtig? Jetzt haben wir da aber noch den Artikel 89 in der Bundesverfassung. Energiepolitik. Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch. Das heisst, wir haben bereits Verfassungsrecht von der Energiepolitik. Es käme neu ein Verfassungsrecht vom Biodiversitätsschutz dazu, mit dem ganzen Landschaftsschutzgedöns, wo in der Artikel 1 bis 3, also im Absatz 1 bis 3 vom Artikel 78a neu drin wäre. Das heisst, wir haben potenziell widersprechendes Recht. Aber das Bundesgericht leitet das nicht aus. Wenn das Parlament die Initiative umsetzt und sagt, es ist eine Interessensabwägung vorzunehmen, von wegen blablabla, sichere Stromleitungen, wichtig, geil, ist das kein Problem. Dann sieht das Bundesgericht, schaut da, was steht in diesem Bundesgesetz, was steht in dem. Aha, wir haben die Interessensabwägung. Macht Sinn, dass man da die Frösche opfert für «Schiss mich tot» oder nicht? Bam. Aber es ist überhaupt nicht so, dass das Bundesgericht die Verfassung in die Hand nehmen und sagen, «Ha, Denkmalschutz, nichts wird gebaut, fertig.» Mhm. Und darum behaupte ich, die Frau Justizbeamtin vom Bundesgericht labert juristischen Bullshit. Man möge mich korrigieren, wenn ich das falsch sehe. Bitte. Ergänzungen? Andere Meinungen? Ja, die ganze Ansprache für ihr hat halt schon Minimum innerhalb der ersten paar Tage einfach schon sehr, sehr, sehr auf nach vorgefertigten Talking Points einfach tönt. Und dann ist es einfach noch eher semifreies Sprechen gewesen. Und mit voller Qualität. Das wäre es von meiner Seite. Das sind die zwei Hauptstreitpunkte. Ich behaupte, beide sind schwachsinnig. Man kann problemlos mit gutem Gewissen Ja sagen zu der Biodiversitätsinitiative. Jens, Ergänzungen, Abstimmungsempfehlungen. Wie stimmst du selber? Was willst du preisgeben? Bin ich dafür, sage ich ja. So viel dazu. Verabschiedung und Outro. Vielen Dank, dass Sie alle zusammen meine Gäste waren. Ihnen besonders am Bundesrat, dass Sie auf Zürich gekommen sind. Eine gute Highlights wünsche ich Ihnen schon jetzt. Nächste Woche erleben Sie und wir von der Arena eine Premiere, die Abstimmungssendung zur Reform der beruflichen Vorsorge mit der zuständigen Bundesrätin Elisabeth Baum-Schneider. Gibt es schon am Mittwoch nach der Rundschau, etwa um 20 vor 9 Uhr, wird dann am Freitag auf dem Sendeplatz zur gewohnten Zeit, die Sie bestens kennen, nochmal ausgestrahlt. Wir werden das im Herbst dann nochmal machen zu einer anderen Vorlage. Es geht uns darum, relevante Abstimmungen und auch im Politgeschehen noch mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Das ist... Jetzt ist Popcorn-Zeit. Es ist Popcorn-Zeit gekommen. Jetzt ist Popcorn-Time, Motherfuckers. Da könnt ihr jetzt Popcorn-Hoodies und Popcorn-Shirts bestellen. Popcorn-Time. Und wenn ihr echte Hardcore-Fuckers sind, eben Popcorn-Time, Motherfuckers. Freisprechen und so. Wow, es wird nach der Rundschau live und am Freitag nochmal. Also wir machen ganz normal weiter. Also, ich schaue es eh online. Es ist mir völlig gleich, wenn das ausgestrahlt wird. Aber nicht... Also schauen Sie doch am nächsten Mittwoch schon mal rein. Am besten etwa am 5 ab 8, wenn die Rundschau anfängt. Nachher gibt es dann die Arena obendrauf. Die Sendung ist von Chiara Stähli und Christine Keller produziert worden. Die Leitung hat Franziska Egli, Zusammenfassung in der SRF News App und auf srf.ch. In den sozialen Medien, auf Instagram zum Beispiel, finden Sie den Blick von mir hinter Kulissen. Gute Nacht aus dem Studio 8.
Dann ist Arbeitsethik. Guten Tag, Herr Jesus. Freiheit im Verkehr für alle haben wir verinnerlicht. Guten Tag, Herr Jesus. Wir sagen alles Huren. Guten Tag, Herr Jesus. Haben Sie heute schon Sex gehabt? Und wenn ja, mit wem? Guten Tag, Herr Jesus. Ja, hallo miteinander. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Ja, hallo miteinander. Wie die elende Leute im Zug ist es. Welcher hört die Signale auf zum letzten Gefecht? Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. The absurdity of it all boggles the mind. Ah, das Fast ist zu viel, das müsste eigentlich weg. Das habe ich vergessen. Immerhin das 2028 habe ich korrigiert. Es tut mir leid, dass ich den offensichtlichsten verpasst habe. Der hätte natürlich unbedingt müssen sein. Und zwar, Guten Tag, Herr Jesus. Hilfst du mir? Wenn schon. Ja. Ja, absolut. Das wär's gsi von der Metarena für den Moment. Wir sehen uns inshallah nächste Woche wieder. Bis dann könnt ihr wie immer liken, share, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen und kommentieren. Das könnt ihr machen direkt unter dem YouTube-Video oder via Twitter oder Facebook. Ein Mail könnt ihr machen, info@metarena.ch. Ihr könnt auch Sprachnachrichten schicken oder Nachrichten sonst. Links, auch gerne Videos an 079-5764-447 via Signal oder WhatsApp. Ihr könnt auch einfach hier dazuhöckeln, über die gängigen Kanäle melden. Dann könnt ihr euch da mit einem normalen Telco-Setting, Videocall-Setting, ein bisschen Internet, Mikrofon, Cam mit dazugesellen. Dann brauchen wir natürlich... Aber wer soll das alles zahlen? Ihr. Das können wir machen, indem wir uns Geld schicken via paypal.me/metarena und unter metarena.ch/support findet ihr Bankverbindungen sowie den Link zu unserem Redbubble Shop mit Merch, so wie diese da. Die antifaschistische Metarena. Also, das ist da so etwas. Antifa, für immer Antifa! Öffentliche Amazon-Wishlist findet ihr noch Bücher für kurz, wo ihr mir könnt Bücher zustellen könnt. Habe ich was vergessen? Nein, ich glaube, es ist alles. Ich glaube auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Interesse. Ah, was meine ich wieder, man könnte erwähnen, man kann auch den YouTube-Kanal abonnieren. Man kann auch seinen Kollegen, Kolleginnen erzählen, dass da dummer Scheiß gelabert wird und man erst noch etwas über Politik lernt. Sie sollen doch mal reinschauen und den YouTube-Kanal abonnieren, weil man verharrt jetzt doch recht statisch bei diesen Abozahlen, was ich irgendwie schade finde. Wo sind wir dann? Wo liegen wir dann? 300 irgendetwas, 302 okay. Oder so. Okay, bei 666 machen wir einen Only Jens-Kanal. Wir haben es gehört, wir haben es live on tape. Das kann ich gerne als Clip raussuchen, wenn wir dann einen Countdown machen. Haben wir da etwas Lässiges? Weiß nicht. Was würde da passen? Irgendetwas gibt es da sicher. Hast du einen Wunsch? Ja, Mann, Jackie mit, das schießt mich an. Moment. Es schießt mich an. Schön. Nein, ich finde es gut. Oder? Also, ich finde es einfach.
Nicht gut. Mal, nein, ich finde es super. Also, das wäre es von der MetaArena für den Moment. Machen's gut. Ciao zusammen. Ade. Tschüss.